So, meine Freunde von World of Warships, wir haben es geschafft. Wir haben noch vier Geplänkel über. So, kurz mal gucken, wo wir hier noch eingreifen können. 400 Punkte gibt es nicht mehr. Wir müssen also 1200 erreichen. Hut ab. Da haben wir so ein bisschen was vor uns. Deutsche Schlachtschiffe. Das ist definitiv eine Ansage, 1400 Zerstörer mit einer, ja, das ist fast unmöglich. Also dafür müsste man so perfekt spielen. Also 2 Punkte Werte mit dem Italiener 1300, ja, ach komm. Wir trauen uns das einfach mal mit dem Italiener. Wir nehmen uns unser Lieblingsschiff, die Phoenicia. Wir gucken noch mal kurz, ob sie komplett ausgerüstet ist. Ist sie perfektamente. Auch hier haben wir alles installiert, was wir installieren können. Da machen wir noch ein bisschen mehr. Hier brauchen wir gar nichts, weil wir haben alle Bonis zusammen. Kapitän CP nehmen wir mal volles Programm mit. Also bis auf die ganz vollen. Und die hier auch. Wir wollen ja schließlich das englische Schlachtschiff irgendwann haben, den Schlachtkreuzer. So, und dann freuen wir uns mal auf eine Runde Venezia. Die Venezia, trotz der unendlichen Länge ist sie ziemlich schmal, dadurch immer noch ziemlich beweglich, was für mich physikalisch keinen wirklichen Sinn macht, weil ich denken würde, dass aufgrund der großen Fläche, die man in der Länge hat, Lenken schwieriger wird. Wäre jetzt mein Gedanke, da wäre ein kürzeres Schiff deutlich schneller im Wenden. Dieses Schiff ist allerdings relativ schnell im Wenden und das ist auch verdammt wichtig. So, wir haben als Gegner ein U-Boot, 2 Zerstörer, die Yoshino tut weh. Der Rest, ja gut, die beiden belasten mich, aber der Rest belastet mich nicht wirklich. Wie üblich bei den Venezias oder bei den italienischen Kreuzern haben wir den großen Vorteil. Zum einen, wir spielen mit SAP. Das heißt, wir können auch, wenn wir fast senkrecht treffen, einen bösen Schaden auslösen. Na, so, jetzt sind wir so zur Demo, ne? Wir können eine Menge erreichen, wenn wir wollen. Wir haben einen ganz massiven, großen Nachteil. Gegen U-Boote haben wir nichts. Außer, ich werf die Dinger über dem U-Boot ab. Ich will auf jeden Fall hinter irgendeine Insel oder die Möglichkeit haben, hinter eine Insel zu kommen. Ich habe immer noch den Nebel, den bald auch längst nicht jedes Schiff hat. Wir haben den großen Vorteil, ja gut, die haben eine Yoshino, wir haben eine Azuma. Dafür haben sie eine... Ach ne, die Kronen haben wir auch. Da ist der Zieten, an die kommen wir nicht mehr ran, da wollen wir uns gerade so rummachen. Wir haben die langsamsten Torps der Welt. Ups. Und wir haben den großen Vorteil, die Yoshino die mal stehen bleiben zu können. Und jetzt müssen wir definitiv ein ganz wichtiges Ding tun. Wir müssen rausdrehen. Ich weiß nicht, was sie die Yoshino da gerade gedacht hat. Yoshino stirbt gerade den Heldentod. Ich weiß nicht.
Keine Ahnung, was die sich da jetzt gerade gedacht hat. Wir ballern ihr jetzt gerade alles weg. Wir haben das halbe Schiff vernichtet. Also nicht ich, sondern ne, meine Kollegen und ich. So, da kommt ein Ruprecht. Der möchte auch mal spüren, wie so eine... Ne, die Yoshino möchte das zuerst spüren, weil die ist die gefährlichste von allen. Die... Concentrare il fuoco sul bersaglio indicato. Okay, sie ist weg. Da hat irgendjemand genebelt. Die Ruprecht wird auch gleich spüren, was SAP so ausmacht. Ihr seht, was wir hier erreichen, ne? Ihr seht, was wir hier so erreichen. Da kommt jetzt auch noch ein... Also hier kommt ja alles. Oh, Conqueror müssen wir definitiv aufpassen. Ja, gut. Danke. Boah. Da müssen wir definitiv aufpassen. Das könnte gefährlich werden. Wir gehen mal wieder zurück auf SAP. Ich weiß nicht, was der Conqueror hier... Yoshino. Die Yoshino will es also wissen. Oh, oh, Yoshino, das könnte dein Ende bedeuten. Nicht ganz. Okay, du siehst, normale AP macht eben halt nicht wirklich viel. Ich weiß nicht, was dieser Conqueror hier will. Ich kapier's nicht. Wie kann man sich so zu Tode fahren? Also wirklich, hier sind ja wirklich die allergrößten Profis unterwegs, die man sich vorstellen kann. Die Yoshino, die sich fast tot fährt. Der Conqueror, der sich jetzt auch fast tot fährt. Jetzt ist wichtig, ihm mal wirklich quer zu der Kiste zu stehen. Okay, das war's. Das war's definitiv. Wir können uns auf die Bannern konzentrieren. Die wird uns hassen. Die wird uns massiv hassen. Siluria Dritta. Siluria Dritta. Die wird uns hassen, aber die Yoshino hasst uns noch viel mehr. Siluria Dritta. Ja, Siluria Dritta. Ah, die Yoshino will jetzt auf Geschwindigkeit spielen. Okay, wir werden kein Problem haben. 5000. Ja, was habe ich jetzt schon wieder für einen Achso, weil wieder irgendjemand in meinen Torp gefahren ist. Siluria Dritta. Hat nicht gereicht. Ja, Siluria Dritta. Siluria Dritta. Siluria Dritta. Ja, ist ja gut. Ich habe noch nicht ein, ich habe noch nicht einen Schadenspunkt gekriegt. Ne? Wo wollen wir nur mal kurz, ne? Ist die Yoshino ja schon tot? Ne, sie lebt noch. So, mein großer Vorteil, ich schieße mal eben kurz über die Insel. Ja, aber habe nicht weit genug vorgehalten, weil sie... Jetzt hat sie ein bisschen was gelernt. Jetzt kann ich nicht.
Zack. Okay. Jetzt setzen wir den mal auf ihn hier. Jetzt habe ich leider nicht gewonnen. Jetzt muss ich auch ganz gepflegt vorsichtig sein. Ah, okay, das war's, Yoshino. Was? Mein Secondary funktioniert nicht. Und das ist das, wofür mich Zerstörer am meisten hassen. Die Secondary. Ich habe noch nicht, ihr müsst bitte mal bedenken, ich habe noch nicht einmal Nebel eingesetzt. Ich habe nicht einmal. Ja. Das hat sie sich schön gedacht. Und sie hat echt gedacht, ich bin so blöd und fahre so weiter wie. Mann, es ist so süß. Es ist so süß. Oh, sind Reizen an alle. Dann muss ich noch richtig schreiben. Ja, da war mal. Ja, da war ein bisschen, bis ich da bin. Ich habe noch nicht einen Schaden gekriegt. Nicht einen. Ich musste nicht einen Nebel bisher einsetzen und habe 68.000 gemacht. 68.000 Schaden. Das Problem ist, ich komme jetzt nicht mehr früh genug an irgendwas ran, um noch ein bisschen mehr Schaden zu machen. Weil die Johann de Witt flüchtet jetzt auch. Und die Dix ist Geschichte. Alter, wirklich, also wirklich. Hier muss ich auch wirklich mal einmal dem, muss ich auch wirklich melden. Spiel schlecht. Muss ich wirklich setzen. Na, 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 na. Na. War reingedreht, der Hund. Ja, komm Junge. Schön, dass du aufgebaut hast. Okay. Ich konnte nichts machen, Leute. Es tut mir furchtbar leid. Ich konnte nichts machen. Ich konnte nicht mehr machen als. Oh, ich habe die Valentinstag 2017 Flagge gekriegt. 2017, 1537 Punkte. Ja. War eine Ansage, oder? Jetzt mal ernsthaft, oder? Und schon, nee, drei geplänkelt. Ich dachte schon wieder drei Kontinente, nein, ich habe noch drei geplänkelt. Oh, das war jetzt wirklich eine easy Runde. Die war jetzt wirklich gechillt. Und zwei Punkte mit gechillt, ne? Wo gemerkt. Ne? Gechillt. Und vor allem habe ich hier zwei. Verstehe ich nicht. Achso, das sind meine persönlichen Ergebnisse. Da habe ich zwei Punkte für zwei Sternchen für gekriegt. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen, ne? Wir haben noch drei Battles. Wollen wir es nochmal wagen, Leute? Ich meine, die Runde war cool, aber ich meine, solche Decken trifft man kein zweites Mal, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Also ein Conqueror, der meint, er fährt ins Cap. Schon mal als Tipp für euch nochmal. Will ich auch gleich mal dazu sagen, wir machen jetzt einzelne Folgen aus den Spielen, sonst wird es zu lang.
glaube ich. Das ist ein Conqueror. Wir haben zwar eine Überlebensfähigkeit von 100, wir sind aber an der Seite weich wie Butter. Gerade hier im oberen Bereich. Und auf dem Deck. Und das kann man treffen. Das kann man massiv treffen. Und da ballert ihr mit einer Yamato oder einer Montana so einem Conqueror oder auch mit einem schweren Kreuzer wie hier, wie mit einer Marseille oder einer Puerto Rico oder eben halt auch einer Yashino so einem Conqueror mal eben so richtig einen rein. Aber so richtig. Ja, er hat die Superheilung. Er kann hinterher wieder massiv gegenheilen. Aber diese Heilung funktioniert und sie hat einen Reload. Und wenn euch danach die ganze Bande vernichten schlägt, ein Conqueror spielt man auf Conqueror spielt man auf Distanz und nicht mit ins Cap fahren. Weil es gibt auch keinen Grund. Wir haben eine Secondary, diesen Witz. Okay, 9,7 Kilometer geht sogar. Habe ich garantiert nicht geskillt. Werde ich drauf. Natürlich nicht. Ich habe natürlich die Hauptfeuerreichweite geskillt. Und ich habe die Ziel. Weil sie ist extremst ungenau und sie schießt. Die Schüsse sind unheimlich lange in der Luft. Auch das ist eben mal ein Problem. Und deswegen, das, mit dem Ding fährt man nirgendwo ins Cap. Nee, Kräne Vollmeise. Und der Yoshino habt ihr eben gerade gesehen, die sieht ihr ja bei mir ja immer am Spielen. Wer zur Hölle kriegt an der Seite eine volle Ladung mit 7000, 8000 Trefferpunkten rein und fährt dann immer noch, hey, ich fahr Breitseite, finde ich total toll. Ja, ihr könnt dann irgendein Geschütz nicht benutzen, vielleicht auch die vorderen Geschütze nicht, weil ihr wegfahrt und ihr könnt nur das hintere Geschütz benutzen. Aber ihr könnt es noch benutzen. Ihr habt zum Beispiel im Gegensatz zu so einer Marseille, ne, Moment, lalalala, es sind einfach zu viele, zu so einer Marseille, die hinten eben halt nur Secondary hat, habt ihr immer noch massive Vorteile. Ja, die Marseille hat wieder andere Vorteile, die ist rasend schnell. Der Napoli hat hinten auch nur ein Geschütz. Aber wenn ich damit an der Seite einen draufkriege, dann fahre ich zur Hölle da weg. Und ja, natürlich flüchtet man nicht vor dem Gegner, indem man sagt, okay, ich gebe den Punkt jetzt auf. Das tut man wirklich nur im Notfall. Aber wenn ich schon sehe, dass sich ein Conqueror vorne wegwirft, also wirklich wegwirft, ich muss aber, wäre jetzt wirklich mal interessant, was der für, wie viele Spiele der gemacht hat und was der da Profil. Ich werde ja, war mir klar, dass solche gesperrt sind. Das ist, da muss man sich nicht drüber unterhalten. Aber wir können jetzt mal eben kurz uns den Clan noch vielleicht angucken. Das ist unterstrich L unterstrich S unterstrich. Boah. Das ist ja schon wieder, das nervt mich ja schon wieder, wenn ich es nur lese. Ja, ich wollte cool sein. Ich habe ein unterstrich L unterstrich S unterstrich. So, und die heißt Lux Torpeda. So, und ich wette, nein, er ist nicht der Beste. Hier ist der Rotzmark. Anwerber. Man sieht es nicht, er ist seit 1485 Tagen im Clan, das heißt, er ist irgendwie mit dem Clan Menschen, wir können mal einmal gucken, ja, die sind irgendwie verheiratet oder sind Kumpels. Seine Kumpels machen 48, 47, sage ich nicht zu, wie gesagt, bin ich ja selbst nicht besser. Na, also, aber, ja, wie gesagt, ich sage nichts dazu, wenn irgendjemand seinen Account sperrt. Dazu kann ich nicht viel sagen. Das ist einfach, ja. Ja, so, was haben wir denn noch? Was haben wir denn dann noch so? Wir können das immer ein bisschen, das sollten wir in Zukunft einfach ein bisschen mehr machen, einfach mal analysieren. Wir haben die Hawkeye verloren, die hat aber immer noch 14,50 gemacht. Das wollen wir kurz festhalten.
Die ist direkt unter mir. Die Legierung verloren mit 1060. Ja, okay. Über die brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Da muss ich auch wirklich nochmal. Ist das noch zu spät? Nee, das ist nicht zu spät. Da können wir auch mal eben kurz einmal reingucken. Aber ja, auch da muss ich eben mal sagen, ich war ja auch nicht besser. Ja, gut, aber. Ja. 15.000 Gefechte. 929,95. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ein kleiner Unterschied, ne? Nur mal so, ne? Ja. So, wen hatten wir da noch? Wir gehen mal ein bisschen in die Bewertung rein. Ihre schlechteste war die Benham, auch die. Die Benham kriegt man über Container noch oder über, ne? So, auch die Zieten ist volles Programm vorne reingefahren. Die Vladi ist zum Schluss gekillt worden. Die waren bis zum Schluss üblich und hat noch schlechtere Bewertungen gekriegt als Johann de Witt, die bei uns noch vorne mitgekämpft hat. Die aber auch, ja gut, die ist auch bis zum Schluss übergeblieben. Und da sitzt du wirklich. Da sitzt du wirklich in der Benham. Da würde es mich auch interessieren. Ja, war mir klar. War mir eindeutig klar. Ne? Muss ich nichts zu sagen. Ne? Der Conqueror war ja auch blind. Die Zieten, ne, auch ähnlich. Oder, ne? Deutlich schlechter halt. Germany Wolfenrudel. Ne? Ich glaube, für die habe ich auch mal irgendwann gespielt. Ja, irgendwas mit Wolfsrudel habe ich auch mal gespielt. Weil ich dachte, ich müsste unbedingt einen deutschen Clan spielen. Was totaler Schwachsinn ist übrigens. Spielt in einem Clan, der für euch cool ist. Und dieser Clan ist für mich cool, weil ich bin nicht gezwungen, eine Division zu spielen. Ich bin nicht gezwungen, so und so viele Spiele am Tag zu machen oder sonst irgendwas. Sondern ich bin einfach nur gezwungen, Spaß zu haben. Und ja, man freut sich darüber, klar, wenn man Geplänkel macht. Ne? Und man sieht es bei uns auch und es ist immer noch enttäuschend. Wir spielen wie viele Leute Geplänkel? Das ist ein Witz. Ne? Einfach ein Witz. Ne? Oh, ich habe mal 400 Punkte gespielt. Ne? So. Dafür, dass wir sind, wie viel momentan? Wir haben ja gerade ein paar Leute rausgeschmissen. 45,55. Wir können noch mal kurz gucken. Anfang habe ich keine, ne? Einladung habe ich verschickt. Letztes Mal ist abgelehnt worden. Wo? Kann ich nichts mehr machen. Ne? Muss ich, auch damit muss ich leben. So, und jetzt sage ich noch mal. Ach nein, ich mache die zweite Runde. Machen wir auch noch mit diesem Video. Und danach die anderen zwei Spiele mache ich dann ohne. Eigentlich will ich morgen zum Bau fahren. Ich sehe das schon irgendwie entschwinden. So, wir sind eine reine Zehnerrunde, das ist schon schön. Zwei sinnlose italienische Zerstörer auf der Gegenseite. Zwei Schliefen, die mir nicht wehtun. Das sind die einzigen beiden, vor denen ich Angst habe. Vor dem Rest habe ich keine Angst. Der Rest ist eine Lachnummer. Und die Bourgogne. Die Bourgogne ist auch so. Das ist so ein Schiff, was ich auch noch nicht begriffen habe, irgendwie. Ja, ich stehe an meinem Lieblingsplatz. Auf meiner Lieblingskarte. Zu dritt. Ja. Als wenn ich es nicht geahnt hätte. Zu viert, okay. Ich stehe mit der Kremlin hier, eine Kremlin ohne Reichweite. Ne? Der Grund, warum ich die Kremlin hasse. Weil eigentlich stark, aber ohne Reichweite bringt sie einem überhaupt nichts. Und ja, es passiert genau das, was ich befürchtet habe. Kein Mensch fährt ins Ziel rein. Das ist hier auch eine ganz übliche Sache.
sondern wir fahren alle dran vorbei. Ja, aber sie, die Kreml sich dazu auch noch anschließt. Ich ahne schon, sie dreht ab und fährt zum Rest und macht hey, Lemming Trail. Ja, sie dreht ab. Da fängst du gar nicht mit an. Diese zwei Zerstörer. Die Preuße kommt sogar hier rüber. Ich sag's dir nochmal. Muss ich jetzt auf dich schießen, du Ochse, oder was? Ne, sie will nicht zu uns. Ja, ist das schön. Ich mag das total gerne. Ich bin aufgedeckt. Ich bin aufgedeckt durch irgendeinen Zerstörer oder was auch immer. Ja, das ist der Regio. Da bin ich ja froh, dass ich die Torps abgefeuert habe. So, und jetzt kriege ich wahrscheinlich genau die gegenteilige Runde. Genau das habe ich geahnt, Hindenburg, dass du langsamer wirst. Und damit setze ich 5000 auf dich. Was habe ich jetzt schon wieder? Oh nein! Die Hayate wieder in meine Torps reingefahren. Die langsamsten Torps der Welt. Ja, Hindenburg, das war jetzt nicht sonderlich schlau. Könnte ich zum Beispiel auch mal den Weg setzen. Das ist immer noch gut, ne? Du willst das auch nicht abändern, ne? Nö, sie will das nicht abändern. Sie hat noch nicht genug gelernt dadurch. War noch nicht hart, hat noch nicht wehgetan genug. Siluria Babordo. Zwei Torps. Das war's hoffentlich. Das war's. Incrociatore nemico distrutto. Un ottimo inizio. Schon wieder erstes Blut. Rilasciata cortina fumogena. So, da kommt ein Dings. Die Schlieven, die auch da drum bettelt, richtig schmerzhaft. Da. Sie bettelt drum. Sie parkt, weil sie die Hoffnung hat, Venezia zu killen. Sie bettelt drum. Die Burgonie kann nicht auf mich schießen. Also heute sind wir nur Profis unterwegs, glaube ich. Oh, oh, ich muss zurück. Ich bin aufgedeckt. Concentrate fire on the designated target. Da kommt noch eine Schliefen. Okay. Bin noch aufgedeckt interessanterweise. Die ist auch gleich Geschichte. Na, die ist aber auch nicht gleich Geschichte, oder Leute? Sie ist Geschichte. Also ich habe selten so viel Deppen gesehen. Jetzt muss ich leider rückwärts fahren. Ich muss zurückfahren.
Incrociatore nemico individuato. Scheiße. Weiter rückwärts fahren. Ich muss vorwärts fahren, weil die Bourgogne kommt hier rein. Das wird nicht reichen, oder? Nee, das reicht nicht. Die Bourgogne kommt hier rein. Die Bourgogne kommt hier rein. Das ja nicht auch. Mein Nebel ist aber gleich wieder ready. Von daher passt das sehr gut. Siluria Prua. Ja. Macht uns jetzt diese wirkliche Angst. Alter Schwede. Generatore di fumo avviato. Auf. Okay, gut. Ja, unser Kreml ist tot, ne? Corazzata nemica individuata. Avvistato incrociatore nemico. Jetzt muss ich erstmal eine Bourgogne lernen, dass es heißt, stehen zu bleiben. Jetzt hat sie Gas gegeben, ja klar. Okay, komm, wir fahren mal wieder weiter. Wir fahren mal wieder weiter. Das hilft dir nichts. Wer schießt denn da auf mich, ohne mich zu sehen? Ach, so ein italienischer Zerstörer, okay. Es ist. Unsere Kreml lebt auch immer noch, das ist so schön. Und die Schliefen werden auch jetzt massiv in den Tod. Da steht die Bourgogne noch. Da bleiben wir vorsichtig sein. Ja, die Links ballern wir jetzt weg. Affondata. Ja. Cosa vai? Ah, schade, wir sehen sie nicht mehr. Ja, gut. Der Punkt ist gerettet. Ja, komm. Schieß auf mich. Du kleiner feiger Hund. Ich hab sowas leider nicht, wie... Ah, das ist die Salem. Die Salem möchte ein bisschen auf die Nase haben. 3400 Punkte. Einfach nur mal so. Siluria Dritte. Ja, wo jetzt? Ich sehe keine. Ich meine, man fragt sich wirklich, was macht die Salem da, ne? Ja. Mach mal. Für die Kleine. Ja.
Jetzt kann ich nicht mehr aufgedeckt sein, theoretisch. Ich kann nicht mehr aufgedeckt sein. Theoretisch kann ich nicht mehr. Ja. Komm, mein Freund. Ich hab dich auch lieb. Ich hab den Cap leider nicht gekriegt. Komm, Lo, wo bist du denn jetzt? Ach, Mann, oh. Muss ich dich erst suchen? Eben warst du, jetzt warst du gerade offen. Ach, Menno, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich brauche Unterstützung. Wo brauchst du Unterstützung? Verstanden. Ich will den kleinen Zerstörer hier noch haben. Wo ist er denn jetzt? Zerstörer! Ach, Mann, oh. Ich hau's wieder ab. Ich bin aufgedeckt und du hau's ab, oder was? Ich weiß, Wahrscheinlichkeit ist verschwindend gering. Ernsthaft? Ernsthaft, du kleiner Regio? Du willst mir jetzt wirklich ans Bein pissen. Also erstmal kommst du jetzt hier auf mein Target. So. Союзники, сфокусировать огонь на цели. Ja. Ricevuto. Ja, jetzt will er schon wieder. Wie oft kann das Ding denn nebeln hier? Ah, da wissen wir ja, wo er ist. Wo er fährt. Das wird er sicherlich ändern. Ich bin nicht mehr offen. Ja, dann wissen wir, wo er fährt. Na komm. Na, wo bist du? Torpediniere nemico colato a picco. Hast du gedacht oder was? Du Vollidiot. Problema risolto, signore. Depp. Sie nannten ihn auch Depp einfach. Der hat wirklich gedacht, er könnte mich wegrammen oder was? Der hat jetzt wirklich ernsthaft gedacht, er könnte mich wegrammen. Oder mir die Torps vorher reindrücken. So, und wo bist du jetzt? So, kämpft endlich mal A, Leute. Wo ist denn jetzt dieses komische französische Schlachtschiff hin? Ah, die sind jetzt beide da, oder was? Ach so, die sind beide da. Verzeiht mir, ich muss da rüberfahren. Na, dann kämpfe ich halt A. Ich werde hier nichts mehr erreichen auf die Entfernung. Das würde möglich sein. Okay, das erste Schiff ist weg. Die Yamato ist das letzte. Das wird ja überhaupt nicht möglich sein. Mit der Yodo, einer Montana, einer Preußen und einer Salem wird das ja überhaupt nicht machbar sein. Dann kann ich jetzt ganz genüsslich die Arme zurücklegen. Und einfach mal Richtung A düdeln. Ich werde da nicht früh genug ankommen. Ich kann noch mal heilen. Falls sie. Nicht, dass die Yamato doch durch irgendwas mich aufdeckt. Nein. Haha, witzig. Wird sie nicht.
könnte da jetzt natürlich noch mal ein bisschen dichter ranfahren, aber nicht, dass sie durch irgendwas auf mich schießt und ich bin dann tot. Ne? Ja, so reichen meine Schüsse leider nicht. Ja, gut, das haben sie vorher erledigt. Ja, war ein netter Versuch. So. Und jetzt habe ich die zweite Runde gefahren. Sie haben jetzt nicht so viel gut, nicht so eine tolle Bewertung gekriegt. Wir haben trotzdem 1464 Punkte. Wir sind immer noch in der Mitte. Weil wir haben auch, ich meine, wir haben nur 3 Kills. Ne? Das muss man hier kurz festhalten. Wir haben nur 3 Kills, sind aber unter einer Yodo. Ne? Ja. Kann man so machen. Ne? Aber immer noch über der Kremlin. Wir haben. Ja, und hier den kleinen. Ich wollte mir noch die. Wer war denn das? Wen ich abgeschossen habe, das war eine von den Regulus. Mal kurz gucken. Das war die APW. Ich meine, ich verstehe sowieso nicht, warum man die Dinger spielt. Das habe ich nicht begriffen. Ah, er hat aber ein bisschen was erreicht in seinem Team. Und 908 sind definitiv nicht schlecht für einen. Boah, das ist ein Hardcore-Spieler. Sind definitiv nicht schlecht. Die Taktik war auch keine dumme Überlegung. Also, er hat natürlich gehofft. Er sieht mich nicht, er wusste nicht, woher ich komme. Ich habe nicht einfach in Nebel reingeballert. Das habe ich mit Absicht nicht gemacht, damit er mich nicht sieht. Ne? Mir war klar, dass wenn ich ihn ramme, das wird mich das halbe Schiff kosten, eventuell auch töten. Ach, ein U-Boot war auch dabei, okay. Stell ich gerade fest. Ihr Bester von allen. Ja, ihre Hindenburg war nicht so schlau, ihre Austin war auch nicht so schlau, ihre Bourgogne hat auch... Obwohl die relativ lange durchgehalten hat, hat die auch eben halt nicht besonders viel gemacht. Die hier sind zwar vorgefahren, haben sich aber weggeschmissen einfach. Ne, das ist eben mal der Punkt. Ja, die Hindenburg. Ich ahne. Oh, damit hätte ich nicht gerechnet. Bei der Spielweise hätte ich damit nicht gerechnet. Aber gut. Egal, wir haben es geschafft. Wir haben wieder automatisch irgendwelche Marken, ja, die blöden amerikanischen Marken gekriegt, die kein Mensch haben will. Wir haben im Geplänkel nochmal wieder 2 Punkte gezogen und haben uns damit auf Platz 2 geschossen. Na, das wollen wir mal kurz. Ne? Und vor allen Dingen nicht hier mit 400, ne? Klar, wenn ich als erster spiele und 14 Spiele durchballer mit 400, ist das kein Akt. Ne? Aber nur mal kurz festhalten. Und er hat 14 Spiele gebraucht. Ich habe 10 von 12 momentan. Ne? Ja. War's nice. Ne? War's nice. Wir können mal eben kurz gucken. Waffenkammer wird sich nicht verbessert haben, oder? 70.000 insgesamt theoretisch, wenn man nur Kohle rechnet. 185 von diesen sinnlosen amerikanischen Marken. Kann man damit auch irgendwas Sinnvolles tun? Man kann EP-Marken holen, man kann 60.000 für 5 von diesen Dingern kriegen. Jo. Wir nehmen jede Kohle mit. Ich will diese amerikanischen Schiffe nicht haben. 2,2 Mille kann man schon einfach mal mitnehmen. Ne? Ist einfach auch vielleicht für meinen Frank hier, der sagt, er könnte die Monty sich holen, aber er hat das Geld nicht. Überleg dir, ob du diese blöden Schiffe haben willst. Vor allem, weil du mit diesen Dingern, du kriegst ja hier keinen. Normalerweise hat man hier ja. Sieht zwar cool aus, die Tarnung, aber ne, so. Aber ist die Frage, willst du das Ding spielen? Und du kriegst hier aber ja auch nicht mal ein Schiff. Bei den Japanern hast du ja wenigstens hier noch Schiffe gekriegt. Aber hier kriegst du ja nicht mal ein Schiff. Also welchen Sinn macht das? Ne?
Da kannst du dir lieber überlegen, ob du hier die Dinger in die Marken umtauscht oder hier eben halt, ne? Ich könnte mir sogar noch überlegen, ob ich meine Free XP in amerikanischen Marken und hinterher in Kohle umtausche, ne? Na, ich könnte jetzt, das schaffe ich nicht, ich könnte dreimal umtauschen, aber es reißt es jetzt auch nicht raus, aber ja, die Engländer finde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig reizvoll, komm. Geld machen. Immer noch meine, immer schon fast wieder eine Million wieder zusammen. Na, ihr könnt natürlich auch überlegen, hier, das ist auch eine sinnvolle Alternative. Na, hier habe ich aber überall 450. Aber ist definitiv eine Alternative, wenn ihr vor allem nicht wie ich auf jedem 10er-Schiff die komplette Ausrüstung drauf habt. Na? Und vielleicht auch nicht mit Ding spielt hier mit, na. Nicht mit hier Premium, ne? Immer eine Überlegung wert, finde ich persönlich. Aber das ist meine persönliche Meinung. Gut, da haben wir nicht so viel und ich habe auch nichts, was wir irgendwie umwandeln können. Anpassungen gibt es ja so nur für Kohle. Ja, hier können wir auch für Kohle eben halt die Dinger tauschen. Kann man sich halt auch überlegen, ob man das so will. Das würde ich fast nicht machen. Muss man ganz ehrlich sagen. Hier kann man natürlich drüber nachdenken. Will ich das? Brauche ich das? Darf ich das? Ne? So, 30% Nebel da, ne? Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials plus 30% Dauer in Erden, den verstehe ich nicht. Verlängert die Wirkungsdauer des. Verkürzt aber die Dauer der Nebel nicht an. Den verstehe ich nicht. Verlängert die Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials Nebel zu erzeugen. Heißt für mich, ja, der Nebelerzeuger läuft länger. Aber die Nebelwand ist minus 5%. Hä? Muss ich nicht. Nee, verstehe ich nicht. Also, wer es mir erklärt, gerne. Ich freue mich drüber, wer es mir erklärt. Wir waren es gerade. Das ist definitiv eine Sache, die man sich überlegen könnte. Hydroakustische Suche finde ich persönlich immer gar nicht so wertvoll. Jetzt wäre sie eben gerade wertvoll gewesen, als das Schiff da im Nebel stand. Ne? Dann hätte sie auch vorher wegballern können. Aber ja, Schadensbegrenzung, ja, kann man schon mal machen. Defensives Flakfeuer. Boah, stell dir mal vor, dieses Modul baut ihr noch auf der Halle ein. Dann müsst ihr vor Licht zu der Angst haben, ne? Das ersetzt aber was? Jetzt muss ich mal kurz gucken, was ersetzt das auf Platz 2. Das ist die Reparaturmannschaft, ne? Geht das Ballerhallern überhaupt? Ich meine, das wäre ja fast unmöglich. Das wäre ja fast unmöglich. Geht das? Das würde tatsächlich gehen. Ihr könntet hier, ja gut, ist die Wirkungsdauer und die Ladezeit ist auch noch geringer. Das heißt, in dem Moment, wo ihr das aktiviert, seid ihr auch noch 10% schneller, volles Programm dabei. Und der Flugzeugträger verliert so ziemlich alles. Allerdings habt ihr dann auch keine Reparaturmannschaft. Das dauert dann eben halt. Das hier ist ja. Ja gut, das ist jetzt nicht der Burner. Ne? Das kann man schon mal tauschen. Ne? Boah. Krasse Nummer. Wir sind jetzt bei Flugabwehr 85%. Ich gehe das Risiko jetzt mal ein. Und wir nehmen Coupon. Hat sich aber. Ah, okay, hat sich aber nichts daran verändert. Das ist ja auch interessant.
Das ist durchaus interessant, hat sich jetzt nichts dran verändert. Okay, gut, aber egal. Wir schweifen schon wieder ab. Wir waren ja bei ganz anderen Dingen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ihr habt jetzt zwei wunderbare Runden Venezia gesehen. Und noch eine ganze andere Menge anderen Quatsch gehört. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao.